Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview-Video von dem Tier 1 Kreuzer der Deutschen, der Hermelin. Ja, wir schauen uns einfach mal den Tier 1 Kreuzer der Hermelin an. Es handelt sich dabei, wie man hier in der Spielinfo sehen kann, um einen Entwurf aus 1939. Gerade besonders an der Hermelin sind die 2x128 mm Kanonen. Wir haben 9000 Hitpoints und sogar für T1 eine ordentliche Flakabwehr, wie man sieht. Also auch hier geboten, gerade aber bei T1 eigentlich gar nicht so notwendig, um ehrlich zu sein natürlich. Eine Höchstgeschwindigkeit von 24,3 Knoten. Der Wendekreis beträgt 360 Meter und die Ruderstellzeit 3,3 Sekunden. Verborgenheitswert von 81 bei 8,6 Kilometer geht sie auf oder aus der Luft bei 4 Kilometer. Die Module sehen aus wie folgt. Im Prinzip kann man bei der Hermelin nur eine einzige Sache erforschen, und zwar die Kanonen. Und diese Kanonen schießen dann dreimal schneller oder um drei schneller als die Standardkanonen. Das heißt 15 statt 12 Schuss in der Stockausführung und auch die Drehgeschwindigkeit ist etwas schneller. 15,7 Sekunden ist es Stock und um 1,3, also auf 14,4 reduziert sich es dann für die Drehgeschwindigkeit der besseren Kanonen. Und danach geht schon weiter mit der Dresden. Also die Hermelin ist ein sehr spannendes Schiff, gerade eben aufgrund der Kanonen und der Bewaffnung auf Tier 1. Dadurch, dass es aber auch hier sich um ein Blaupausenschiff handelt, gibt es keine historischen Daten. Und auch das sei mir verziehen, aber auf Tier 1 wird es keinen Wettbewerbsvergleich geben, weil hier muss in Anführungszeichen jeder durch und dementsprechend lassen wir lieber die Spielszenen das Ganze für euch darstellen. Und das Gameplay ist sogar ganz schön, weil es nicht nur alleine ist, sondern ein Gameplay mit Ryukat und mir zusammen sein wird. Also von dem her, freut euch drauf und viel Spaß mit deinem Gameplay jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge Let's Play World of Warships und auch wieder mit einem Together, und zwar Ryukat ist dabei. Ryukat sehen wir hier drüben. Hi Ryu. Hallo. Und ihr seht, wir fangen mal mit den Tier 1 Beginnerschiffen der Deutschen an, und zwar der Hermelin. Und Ryu hat auch die Tarnung drauf, so wie meine Wenigkeit auch, und dementsprechend sieht man schniekes Ding. Ja, schönes Schiff. Kleiner Kreuzer. Die Hermelin hat erstaunlich hohes Kaliber für die Tierstufe 1. Wir fahren hier mit 128 cm Kanonen. Nicht 128 cm, 128. Doch, warte mal. Gerade ein Denkfehler, helf mir. Naja. 128, doch, 128ern. Wir fahren hier mit 128ern. Mit relativ hoher Feuerrate. Also ein Artilleriewert von 20 hat sie im Spiel. Und das ist für ein 1er-Schiff wirklich schon ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen. Verursachen auch relativ guten Schaden. Die beiden Granatentypen, 1500 auf HE, 2300 auf PB. Und das bei einer relativ guten Feuerrate. Und Zwillingsgeschützen. Also eigentlich ein ziemlich modernes Schiff. Wenn man so möchte. Ich glaube, es war ein Konzeptschiff. Ja, ich glaube auch. Also ein Schiff, was es so nicht gegeben hat. Aber trotzdem schnieke. Ich muss echt sagen, ich finde die ganzen deutschen Schiffe vom Design her ganz nice. Ja, die gefallen mir auch echt gut. Ich finde aber auch die Sowjets, die neuen Sowjets wirklich sehr hübsch. Die sind unglaublich schön geworden auch. Absolut. Mhm. Ich bin schon entdeckt worden. Das ist ziemlich überraschend, weil die Kolberg, die Hermelin nämlich auch einen sehr, sehr guten Kamo-Wert hat. Glaubt man gar nicht. Ich habe schon zwei Zerstörer gleich in meiner Nähe. Ich habe gerade einen Zerstörer schon mal ordentlich getroffen. Sehr nice.
Für 1500 oder so. Immerhin. Ja, da wird er sich freuen. Das macht ihm am meisten Spaß. Könnte aber auch eigentlich mal so rumdrehen. Die Manövrierbarkeit ist auch ziemlich gut bei der Hermelin. Und dann könnte ich dem Ding mal gleich Zucker geben. Ja, ich komme leider gerade auf nichts drauf. Die sind alle so am halb semi wegfahren, auf die ich komme. Na, wo fährst du denn lang jetzt? Ich weiß jetzt sonst so ganz, wo der Zerstörer wieder hin ist. Ah, ich glaube, ich lade einfach mal. Da ist er ja. Mach ihn weg! Weggefahren. Ich versuch's ja. I3. Ich versuche alles Mögliche. Okay, das ist schon mal was. Ich weiß aber nicht mehr, wo er steht. Das ist ein ärgerlich. Scheiß Rauch. Ja. Und jetzt weißt du, wie diese Gebläse, die mich so in meinem Real Life sonst so stören, weil er ist immer fest, er steht. Ja, mach ihn weg. Ich schieß schon drauf. Oh, ich hab ihn auch. Ich schieß auch drauf. Triff nicht. Jetzt fährt er rückwärts. Sag mal. Triff nur diese scheiß Insel. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut, jetzt habe ich auf einmal eine Hashidate neben mir. Oh, 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 der fährt ja voll in den Torpedos rein. Was macht er denn? Ja, großartig. Warum fährt man nicht einfach mal voll in den Torpedos rein? Da steht 2 zu 6, das ist natürlich schon ganz ziemlich heftig. Ich gebe mein Bestes, hier Damage rauszudrücken. Dito. Komm schon, hör auf mich anzurammen. Aber so eine. Ah ja, Hashidate. Siehst du auf die Hashidate wenigstens? Ich komme nicht drauf, leider. Da haut mir gut was ins Gesicht. Mich an der Stelle mal sagen. Das ist eine Eerie hier vor mir. Hashidate hat mehr HP als ich, aber jetzt gucken wir mal drauf an, wer hier mehr den Stick representet. Warum macht er denn sowas? Schade. Gegen Eerie verkackt. Oh, die hast du aber gut getroffen. Ja, 2 Zitadellen. Haha, abgebremst. Nicht mit mir, mein Freund. So. Macht er das? Das Ding macht ja schon ordentlich Schaden, naja. Zitadelle. Anderes. Dass ich da den Torpedos ausgewichen bin, war jetzt ein bisschen glücklich. Hm. Indeed. Jetzt mal schauen, was noch so machbar ist. Alles ganz schön weit weg gerade. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich mein Team leider nicht so verkauft, dass das noch zum Sieg reichen wird.
Schön abgestaubt. Letzte Hoffnung. My man. Look at Doozies. All right. Sollte vielleicht mal die andere Chester resetten. Ah, die fahrt so doof auf mich drauf. Schön, aber. Wer kommt denn da von vorne? Der Samson. Das war's leider dann auch. Wäre schon einfach mal in den Torpedo. Ja, gut, ich hatte noch 300 AP, also von dem her war nichts mehr, nix mehr drin, aber 4 Kills und was waren's? 35.000 Schaden, das ist für ein Tier 1 okay. Mhm. Ziemlich gut. Ja. Unterstützt habe ich auch noch klar gemacht. Ja, dann auch Hermelin. Hat man hier mal mit gesehen und ich glaube, für ein Tier-1-Schiff schlägt sich sehr wacker. Man hat auch vielleicht das eine oder andere Mal einen schönen Hit gesehen. Gute Manövrierfähigkeit. Also von dem her, für ein Tier-1 finde ich ihn absolut solide. Aber naja, da kann man mit jedem Schiff mal eine gute oder mal eine schlechte Runde haben. Deswegen ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitfahren und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.